Der Kaufkrafterhalt bleibt eine große Herausforderung. Heute sind die aktuellen Inflationsdaten für Deutschland veröffentlicht worden. Der Wert rund 1,6%. Wir haben Ihnen diesen Wert in die aktuellen Renditen verschiedener Vermögensklassen eingeordnet, die typischerweise von Anlegern, respektive auch Banken, respektive auch Versicherern genutzt werden, um Gelder am Euro-Rentenmarkt zu allokieren. Sie können hier in der Übersicht sehen, zunächst in Rot die aktuelle Inflationsrate, die wir für den Februar erwarten. Wie angesprochen 1,6%. Und Sie sehen jeweils die Renditen verschiedener Vermögensklassen bereinigt, um die Abgeltungssteuer, die ja in Deutschland bei 25% und mindestens dem Solidaritätszuschlag liegt. Sie sehen, dass deutsche Staatsanleihen mittlerer Laufzeit, also Laufzeit von 5 Jahren, bereits negativ rentieren. Pfandbriefe, also hier besicherte Wertpapiere 0,08%. Diese können also hier bei weitem nicht den Inflations- und Kaufkraftverlust ausgleichen. Selbst Unternehmensanleihen schaffen es nicht, die Inflation auszugleichen. Und im Segment der Hochzinsanleihen, die auch liebevoll Junkbonds, also Ramschanleihen genannt werden, sehen wir auch Renditen, die zwar oberhalb der Inflationsrate liegen, wenn wir die Steuer berücksichtigen. Aber ob hier wirklich alle Risiken sowohl auf der Laufzeitseite als auch auf der Bonitätsseite richtig eingepreist sind, das darf man im aktuellen Anlagenotstand zumindest etwas bezweifeln. Wenn wir das Ganze etwas weiterdenken und an die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank denken, dann sehen wir, dass die Inflationsrate unterhalb der Zielgröße von 2% liegt. Wir sehen auch, dass die Kerninflationsrate, bei der die schwankungsreichen Treiber wie die Ölpreise nicht inkludiert sind, noch deutlich darunter liegt. Und ein wichtiger Indikator für die Zentralbank, das ist typischerweise die langfristige Inflationsrate, die wird in Erwartungen gehandelt. Und wenn Sie das genau betrachten, für 5 Jahre, in 5 Jahren, dann habe ich Ihnen das auch anhand dieses Charts hier mitgebracht. Sie sehen die Inflationsrate als Ziel in Rot. Sie sehen die Inflationserwartung abgebildet hier in dunkelblau. Sie sehen, dass diese jüngst kollabiert ist und dementsprechend der Wert weit von der Zielgröße entfernt. In der Kombination mit einer sich abschwächenden Wirtschaftsleistung und den geopolitischen Problemen, die allseits bekannt sind, kann man von einer Wende der Geldpolitik sicherlich nicht ausgehen. Das heißt, die defensiven Vermögensklassen werden weiterhin nicht in der Lage sein, die Kaufkraft zu erhalten. Wir werden uns somit mit einem auf Dauer niedrigen Zinsniveau beschäftigen müssen. Wenn wir nun dieses abstrakte Thema nehmen und auf die eigene Vermögensstruktur übertragen, dann muss man sich natürlich zunächst die Frage stellen, an welchen Stellen profitiere ich denn von einer hohen Inflation oder einer höheren Inflation und niedrigen Zinsen und an welchen Stellen leide ich unter dem Nullzinsumfeld respektive auch dem Kaufkraftverlust durch die Inflation. Was Sie hier sehen, ist dementsprechend eine beispielhafte Vermögensstruktur, die Ihnen im linken Kuchen darstellt, wie sich das Vermögen verteilt. Wir sehen hier rund 50% sind in Immobilien investiert. Wir sehen 6% in Unternehmensbeteiligungen, 14% in Aktien, 27% in festverzinslichen Wertpapieren und etwas Cash als Rücklage. Übersetzen wir dies in die Logik aus Geld- und Sachwerten, dann sehen wir, dass nur der Anteil von Geldwerten bei 30% liegt. Das kann man also durchaus positiv sehen, weil der Geldwert würde tendenziell unter einer Nullzinsumgebung und auch einer steigenden Inflationsrate oder auch einer konstanten Inflationsrate leiden. Also der Anteil der Sachwerte, der scheint hier mit 2/3 relativ gut und dem aktuellen Umfeld angepasst. Auf der anderen Seite, wenn man das Ganze weiter durchdenkt, dann sind hier im konkreten Fall ein Großteil der Sachwerte wird repräsentiert durch die eigengenutzte Immobilie. Diese hat in den letzten Jahren natürlich einen massiven Preisanstieg verzeichnen können. Und das ist auch schon ein wesentlicher Aspekt, wenn Sie Ihre Vermögensstruktur betrachten und über die Wirkung von beispielsweise der Inflation nachdenken. Dann ist es natürlich toll, wenn die eigengenutzte Immobilie im Wert steigt. Aber sie ist typischerweise ein Konsumgut. Sie können nicht einzelne Ziegel verkaufen, um den Kaufkraftverlust an der Supermarktkasse zu kompensieren. Und dementsprechend der Ansatz an dieser Stelle muss natürlich sein, die Vermögensstruktur dahingehend zu analysieren, dass nicht nur der Verteilungsschlüssel von Geld zu Sachwerten verstanden wird, sondern auch, dass der Anteil von Sachwerten, die beliebig teilbar sind, um auch die Inflation langfristig auszugleichen, hier wirklich sinnvoll dargestellt werden kann. Im aktuellen Umfeld muss man also zusammenfassend sagen, die defensiven Vermögensklassen werden den Kaufkraftverlust nicht kompensieren können. Die offensiven Vermögensklassen sind mit Preisschwankungen behaftet. Umso wichtiger ist es, sich vor Augen zu führen, warum man dauerhaft und langfristig in globale Produktivkapitalwerte wie beispielsweise Aktien investiert, weil man nur dann prozyklisches Anlegerverhalten im nächsten Abschwung von Aktien verhindern kann. In diesem Sinne darf ich Ihnen ein schönes Wochenende wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.